Wie ihr seht, ich habe schon alles vorbereitet hier drin. Normalerweise schneide ich nicht im selben Raum, wie ich Boden lege, da aber die anderen Räume schon fertig sind und da kein Staub mehr rein soll, schneide ich hier und muss dann mal schauen, wie ich mich da, ja, wie ich das Ganze dann manage, wenn ich weiterherkomme im Boden. Zum Bodenlegen selbst ist so, ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr Parkett verlegt, immer mit drei Pack arbeiten. Liegt einfach daran, dass das Holz ja immer ein bisschen unterschiedlich ist und damit sich die unterschiedlichen Päcke dann auch durchmischen und ihr am Schluss dann eben eine schöne Maßnahme habt und nicht die ersten Teile von einem ersten Pack vielleicht ähnlich aussieht, dann das nächste wieder ähnlich aussieht und so weiter. Nimmt man in der Regel immer drei Pack und nimmt jedes Brett immer erster Pack, zweiter Pack, dritter Pack und dadurch kriegt ihr das Holz gut durchgemischt und am Schluss eine schöne Optik raus. Die Verlegearten, da gibt es auch ganz viele Varianten, kommt immer ein bisschen auf den Boden drauf an. Bei dem Boden ist es jetzt so, dass zum Beispiel hier neben, wo die beiden Bretter zusammenkommen, keine Fuge oder irgendwas ist. Also ihr jetzt noch seht es auch ein bisschen Luft, aber an sich ist da keine Phase, nichts dran. Das heißt, da könnt ihr im Prinzip wild legen, müsst nicht unbedingt auf die Fuge achten. Habt ihr jetzt Bretter, die nicht nur an der Seite gefasst sind, sondern auch hier, ist es natürlich wichtiger zu schauen, wie man es macht. Im Prinzip machen können das, wie ihr es wollt. Das ist immer eine Geschmackssache, ob ihr jetzt wild verlegt, das heißt mal hier eine Fuge habt, da eine Fuge habt, dort eine Fuge habt. Das ist Geschmackssache. Hier ist es jetzt so, dass wir wild verlegen, das heißt wir fangen da hinten in der Ecke an, verlegen quasi die erste Reihe bis darüber, mit dem Rest, den wir da haben, fangen wir hier wieder an in der zweiten Reihe und gehen dann quasi immer so durch und mischen dabei dann natürlich auch die verschiedenen Päcke durch. Der Vorteil bei Wildverlegen ist, dass ihr am wenigsten Verschnitt habt. Wollt ihr euch ein Muster legen, zum Beispiel bei der ersten Reihe hier hinten ein Schnitt ist oder in der Fuge ist, hier eine Fuge ist, bei der nächsten dann mittig und dann wieder hier außen zum Beispiel, also quasi so eine Struktur macht, dann braucht ihr natürlich viel mehr Material. Wie gesagt, ich verlege hier jetzt wild. Das Ganze zeige ich euch im Zeitraffer. Und wenn irgendwelche Details noch wichtig sind, dann hole ich euch noch kurz dazu. So, die ersten drei Reihen sind jetzt vorbereitet, wie man sieht. Ich habe die auch schon alle zusammengeflickt. Liegt daran, dass man Raum hier neben, das sind vielleicht 3 Meter oder so, da kann ich das am Stück reinmachen. Man kann das aber auch Stück für Stück machen. Das zeige ich euch nachher nochmal, wie das machbar ist. So ist es jetzt für mich hier in dem Raum am einfachsten, deswegen habe ich die jetzt am Stück gelegt. Bevor ich die jetzt verklebe, ganz wichtig, ihr braucht außen genug Luft zur Wand. Nach hinten mache ich gerne immer Keile rein, damit ich, wenn ich das da zusammendrücke, in die Richtung Druck drauf gebe, dass ich ja eben dann an die Wand rutsche, wenn es verklebt wird. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und was ich immer gern mache, ich mache mir 3 Reihen, so wie jetzt hier. Mache mir dann einen Strich hier vorne hin, wo die letzte Reihe dann aufhört. Dann mache ich den Bereich voll mit Kleber. Lege die 3 Reihen, schneide mir die nächsten 3 Reihen zu, mache dann wieder Kleber und so weiter und so fort, bis ich dann eben durch den ganzen Raum durch bin. Wenn ihr das Ganze mit mehreren Leuten macht, könnt ihr es auch so machen, dass ihr das... Einer zum Beispiel zuschneidet und der nächste Kleber drauf macht, die euch dann quasi zusammen durch den Raum arbeitet. Ja, wenn man alleine ist, so wie ich heute, dann ist meine Variante, finde ich, ganz okay. So, also die ersten 3 Reihen sind jetzt drin. Hier neben hört man die Kleberkante auf. Wichtig ist dabei, dass ihr hier wirklich schaut, dass eure Fugen einwandfrei geschlossen sind, damit hier überall alles zusammen ist. Was ich dann immer gern mache, ich nehme mir, also es gibt ja solche Eisen, die man nehmen kann, aber es reicht, also ich nehme gern immer eben so ein Reststück, sowas wie das, und setze ich mir das hier rein und dann kann ich hier einen Hammer dranhauen, damit es schön zusammenrutscht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Keile hinten dran sind, denn ansonsten schiebt ihr euch das Ganze an die Wand. Es ist nämlich auch so, hier hinten ist zum Beispiel jetzt mein Keil umgefallen, den muss ich wieder reinstecken. Der ist jetzt hier recht locker. Solange der Kleber nicht angezogen hat, ist es nämlich so, dass wenn ich jetzt hier schiebe,
ist nämlich der ganze Boden an sich, das sieht hinten am Teil, kann man den noch ein bisschen verschieben. Und solange das noch geht, dass das zu verschieben ist, müssen die Keile auf jeden Fall drin bleiben, damit das Ganze, die ganze Fläche vom Boden dann auf jeden Fall auch da bleibt, wo sie bleiben soll. Zum Schneiden vom Boden noch eine Kleinigkeit, das ist eigentlich ein kleiner Trick, den man auf jeden Fall nutzen soll. Ihr braucht eigentlich überhaupt gar keinen Meter, wenn ihr den Boden so schwimmend verlegt oder so wild verlegt, wie ich das jetzt mache, ohne auf die Kante zu achten. Ihr legt euer erstes Brett, das hier passend hin, sodass ihr an der Wand den entsprechenden Abstand habt, also ca. 1 cm. Das lasst ihr liegen. Das zweite Brett, was dann hierher kommt, dreht ihr euch einmal 180 Grad. Legt es dann hier hinten an der Ecke auch so hin, wie es dann liegen soll später. Also auch wieder mit dem Abstand. Und an dieser Stelle, wo sich die beiden Bretter treffen, hier macht ihr euch an der Stelle, wo quasi diese untere Kante auf das obere Brett trifft, macht ihr euch einen Strich. Dann könnt ihr das Brett, so wie es ist, nehmen, auf die Säge legen und könnt es hier neben abschneiden, auch mit der Unterseite nach oben, denn wenn ihr mit der Kappsäge schneidet, ist es ja so, dass das in diese Richtung nach oben eigentlich am ehesten ausreißt. Das heißt, ihr habt dann die Ausrisse auf der Unterseite, was dann für den Boden optimal ist. So, dann könnt ihr hier neben den Boden, wenn der geschnitten ist, relativ einfach zusammenklicken. Und wenn der mal mit der hier jetzt nicht so richtig zusammen will, könnt ihr auch hier mal mit dem Hammer draufhauen. Aber in der Regel rutscht das ganz gut rein und damit ist es fertig und ihr könnt die nächste Zeile anfangen. So, ich habe jetzt mal eine Pause gemacht. Wichtig, wenn ihr eine Pause macht, während ihr legt, legt euch auf die letzte Kante, die ihr geklebt hattet, ein bisschen Gewicht drauf, um zu verhindern, dass der Boden quasi sich hochhebt. Dann könnt ihr da problemlos aufhören und anfangen, wie es euch passt. Wichtig ist halt, dass ihr den Kleber, dass der Kleberrand, den man da so sieht, dass der halt mit den Brettern aufhört und nicht irgendwie schon weiter vorgelegt ist. Aber ich denke, das soll klar sein. Und ganz wichtig ist, immer bei einem Kleber die Alufolie drauf machen, weil sonst trocknet der total schnell wieder ein. So, die erste etwas schwierigere Ecke ist jetzt da. Und zwar habe ich jetzt dieses Brett auf der hinteren Seite passend liegen. Hier neben passend abgeschnitten. Und hier habe ich jetzt eine Ecke, ohne rausgeschnitten werden muss. Was ich dann mal mache, ich lege mir das quasi hier schon so richtig hin, wie es sein soll. Messe mir dann hier nebenan, wo ich abschneiden muss, von der Tiefe her, also von diesem Schnitt her. Und jetzt messe ich mir noch raus, wo ich hier schneiden muss. Und zwar ist das von der Wand weg genau diese Lücke, was ich hier neben habe, plus knapp einen Zentimeter Luft und dann passt das. Was man hier jetzt noch ganz gut sehen kann, ich messe jetzt quasi hier 2,2 und von der Wand aus 2,2. Damit sich das Brett an die Wand eben anpasst und nicht, damit sich das Brett hier an die Wand anpasst und nicht, indem ich mein Brett zu weit wegschneide. Wenn man hier schaut, habe ich ja hier weniger Spann als hier hinten.
Wenn ihr beim Bodenlegen zwischendurch Pause macht und das auch mal irgendwie ein Tag ist, wie es jetzt bei mir ist, und ihr habt hier neben am Rand, stellt euch mal eben hier hin, ihr habt hier am Rand so Sachen, wo ein bisschen Kleber rausschaut, schneidet euch das ordentlich weg, damit ihr hier neben im nächsten Boden ordentlich ansetzen könnt. Lasst ihr das dort, habt ihr hinterher riesige Probleme, dass hier neben das ordentlich anzusetzen ist. Also immer alles schön sauber schneiden, wegkehren und dann weiter Boden verlegen. Dann sind Pausen auch kein Problem. Wenn ihr beim Verlegen dann so die letzten Ecken anfangt, mache ich es immer so, dass ich jetzt dieses Brett und den letzten Teil, den ich hier noch zuschneiden muss, dass ich den erstmal lose einhänge. Also hier ist noch nichts geklebt, das kann ich jetzt noch rausnehmen, ist auch kein Kleber drunter. Ich bereite mir das dann alles so weit vor, dass ich quasi das hier fertig habe, dass ich das hier fertig habe und den letzten Streifen komplett fertig habe. Das heißt, hier neben schneide ich jetzt noch die Ecken raus, damit ich hier neben hinkomme, so wie es sein muss. Das bereite ich mir alles komplett vor und verklebe dann die ganze Fläche am Schluss, inklusive dem Ausschnitt hier bei der Tür zum Beispiel, das kommt noch dazu, dass ich dann einfach nicht hier irgendwie noch so einen kleinen Streifen habe, wie hier, wo ich ja noch ein bisschen Kleber einbringen muss, sondern ich mache das dann flächig, ein bisschen größer und dann tut euch beim Kleber auftragen viel, viel einfacher. Wenn ihr dann zum Ende kommt und habt dann quasi nur noch dieses letzte Teil hier hinten einzupassen, macht es da auf jeden Fall so, dass ihr an mehreren Stellen messt, also zum Beispiel hier misst, hier hätte ich hoffe, man kann es ordentlich sehen, 5,5 bis zur Wand, das heißt, ich würde hier jetzt immer auf 4,6 schneiden, damit ich hier neben noch knapp 1 cm Luft an der Wand habe, also etwa so, wie der Mitte jetzt ist. Also nochmal 5,5 und hier hinten in der Ecke, das ist jetzt wirklich schwierig zu sehen, sind es ein bisschen weniger, das sind es irgendwie 5,2. So, also ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr so ein Stück habt und ihr habt eine längere Wand, wie jetzt ich hier neben dem Beispiel, wirklich so alle 50 cm mal messen und euch das dann übertragen aufs Holz, damit ihr auf jeden Fall kein Verschnitt produziert. Zum Beispiel hier drüben, hier ist das Stück länger, hier habe ich jetzt schon gemessen, habe ich hier ein bestimmtes Maß, hier ist es wieder ein bisschen weniger. Und ganz da hinten habe ich auch gemessen, da ist es dann wieder ein bisschen mehr. Also das heißt, so Räume sind nie ganz hundertprozentig gerade. Also lieber 2-3 Messstellen zu viel als zu wenig. Normalerweise würde ich diese Längsschnitte jetzt einfach mit der Kreissäge, also mit der Handkreissäge und der Führungsschiene machen. Da aber sicherlich nicht jeder eine Handkreissäge und eine Führungsschiene hat, kann man das Ganze auch, oder für alle, die es nicht haben, können das Ganze natürlich auch einfach mit der Stichsäge schneiden. Denn wenn es ein bisschen schief ist hier neben, ist es halb so wild. Die Wand ist zum einen auch nicht ganz hundertprozentig gerade und zum zweiten kommt hier am Schluss die Sockelleiste drüber. Und das heißt, diese leichte Wellenform, die ihr dann vielleicht reinschneidet, seht ihr eh nicht mehr. Ganz wichtig ist auch, wenn ihr das schneidet, nehmt die Stichsäge von unten, denn die Stichsäge zieht ja den Schnitt in diese Richtung und dadurch bekommt ihr diese Kante hier von dem ordentlichen Boden schön sauber. Hier unten kann es sein, dass es ein bisschen ausreißt, wenn das Sägeblatt ganz scharf ist, aber das ist unten sieht keiner. Es gibt zwar auch Sägeblätter, die funktionieren andersrum, sind quasi stechend, dann kann man auch von oben schneiden. Aber dann könnt ihr trotzdem noch mit dem Schlitten hier neben euch die Oberfläche verkratzen. Also ich würde euch empfehlen, schneidet immer mit der Stichsäge von unten. Das braucht ein bisschen Übung, aber ist problemlos machbar und die Oberfläche wird dadurch schön sauber. So, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, es ist schon wieder ein Tag vorbei. Jetzt ist es aber so, dass diese kleine Nische auch komplett fertig ist, bis auf diese kleine Kante, da kommt aber noch ein Brett dran, ähnlich wie hier neben. Was jetzt noch ansteht ist, ich muss hier in den ganzen Räumen, also hier in dieser kleinen Nische und hier überall halt quasi im ganzen Raum verteilt, kommen jetzt noch die Sockelleisten dran, die fange ich jetzt an mal zuzuschneiden
Und wenn es da irgend so einen Spezialfall gibt, zum Beispiel, wie ihr am besten so eine Außenkante hinbekommt, ja, das zeige ich euch dann nochmal separat.